chillst hier auch so, ne? Wie ich. Geil. Okay, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir ja. Auftrag ist ein bisschen verloren gegangen. Wegpunkt. Schatten der Vergangenheit. Das ist das, was wir gefunden haben, ne? Das ist die eine Ruine. Haben wir hier einen Wegpunkt? Das ist der Totenkopf. Das sind die Hauptmänner, okay. Ich würd hier mal hingehen. Lass mal jetzt zufällig gleich noch ein. Ach, guck er an. Guck er an. Infos sammeln für seine Schwächen. Stets auf der Hut. Na gut, er hat jetzt aber keine Tiere. Anscheinend ist er schwach gegen Pfeile. Wollte gerade sagen, kannst du mal bitte aus dem Weg gehen, danke. Keine Geschosse mehr. Kann man von oben irgendwie... Wer ist da oben? Ja, hier. Der Tag ist nicht weit, findet ihn. Also muss ich dich schon wieder töten. Typisch. Die Drecksarbeit bleibt wieder an mir hängen. Wieso schon wieder? Crash. Crash. Wir werden bis direkt reingelaufen. Da musst du schon. Du wirst sterben. Muss. Nicht mit nochmal, mein Freund. Ich will immer looten. Kann man hier gar nicht. B. Von 1 auf 3 gleich mal. Das ist ja schön, ne? Da haben wir die großen Anlegen hier. So. Noch Fragen? War das mein Freund? Oh, daneben. Dacht man nicht so dreckig, ne? Ich finde die Ursache dieses Geräuschs und bring sie zum Schweigen. So, mein Freund. Komm mal her. Da hat er ja schicke Augen. So, ja. Jetzt haben wir gleich seine. Oh, das ist natürlich schön. Weichschädel. Sehr schön. Wo findet man den? Tschüss. B. Befähigen. Boah, guck doch. Ist das jetzt, was wir noch bekommen? Das Gelbe? Das ist storybedingt, oder? Bam, 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 bam. Hinrichtung. Entschlossenheit. Da fliegen die Köpfe. Fähigkeit. Also, terrorisieren, Schiff gedrückt halten, ne? Furchteinflößende Schleichtötung durchzuführen. Oh, nice. In Richtung ist natürlich auch schön. Fernkampf. Dein explodierenden Schattenangriff. Ich leck mal die Basissachen, die müssen wir sowieso alle holen. Macht. Es bringt mir Macht ein. Sehr schön. Hinrichtung verzehren, mächtigen Schuss. Das sind mächtige Angriffe, die du in voller Macht einsetzen kannst. Du kannst zusätzlich Fähigkeiten durch das Erhalten von Fähigkeitspunkten freischalten. Verschwinde deine Macht. Okay. Vivi-Akt. Wie benutze ich das? So nicht, mein Freund.
Hat es drei Chancen. Oh, guck doch. Pug. Die hängen ja alle aufeinander. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Wir hören uns. Geht zum Mittagessen. Kommen noch Besucher. Die Oma bestimmt, oder? Naja, du guckst ja dann nachträglich. Müsste eine halbe Stunde auch kurz mal weg. Müssen wir mal gucken. Ich habe auch voll Bock, das noch weiter zu zocken. Wieso bist du nicht ein guter kleiner Tark und hältst still, Level 3. Damit ich dir Marder ein paar Löcher verpasse? Neuer Feind, Jäger. Wurfsperre, ja, haben wir gerade gesehen. Schwach gegen Nahkampf. Och man, jetzt wollte ich gerade einen Kopf schießen. Weichsperren mit Space aus. Space ist wichtig. Ich hab's mitgekriegt. Guck mal, ich hab auch einen Speer. Oh. F. Ach. Das mach ich doch. Was war das denn? Oh, ich wollte ihn hinrichten, das wäre viel cooler gewesen. Das als Hinrichtung. Da hinten sitzt noch einer. Mein Bogen. Ach, ist das schön. Das hört jetzt auf. Da hinten waren Gefangene. Morg. Die Morg ihn nicht. Leichtes Ziel. Na gut, wir sind jetzt hier noch bei Level 1 und so, ne? Das ist jetzt zum warm werden, würde ich behaupten. Ihr könnt rauskommen, Leute. Alles gut. Muss ich erst euch streicheln oder was ist hier los? Ihr könnt loslegen. Bam! Habt ihr den gesehen? Mach's gut. Den juckt das sowieso nicht. Habt ihr gesehen, ne? Jetzt holen wir uns mal den da noch. Dankeschön. Dann haben wir ja. Hier, den nehmen wir mal. Was war denn der rote Strich nochmal? Ist der Untertan von jemandem oder? Na komm, du mal her. Ich hätte gedacht. Er wollte ein Duell, also bekam er eins. Ich hätte gedacht. Falscher Stolz war sein Untergang. Man kann auch die sich greifen und dann von denen noch was erfahren oder zu Untertan machen. Oder? Stufe 4 wollte man nehmen. Ich gucke jetzt gar nicht erstmal, was für Werte die haben. Ich gucke erstmal nur nach der Stufe und so. Hier rennen einfach zu viele rum. Pug. Ach, Pug hat man schon.
hin. Was ist das für eine? Kuga. Kuga. Was darf er nicht? Weicher Schädel. Die sind alle gut, Jo. Weichen Schädel, ne? Der hat doch eine weiche Birne. So. Jetzt sind wir von unserem Ziel natürlich weit weg. Also das würde ich ja gerne noch lernen. Kann ich das jetzt schon oder ist das... Kann man den rauslassen oder habe ich da ein Problem? Bestimmt nicht gut, oder? Bin ich noch zu low level oder so? Ja, dann lass uns jetzt zu dem Ding da gehen. Kurz Pfeile mitnehmen. Wow, nice. Was glaubst du, was geschehen, wenn die Stadt unter ist? Wir nehmen meine zweite ein. Das ist erst der Anfang, wir müssen sehen. Wusch. Hast du schon mal an eine Begabung? Hast du das gehört? Ich bring dich ins... Mein, dein. Und diese Besitzansprüche hier. Naja, dann haben wir ja fast alle. Ich denke mal, noch ist es nicht so wichtig, nach den Schwächen zu gucken, weil zurzeit ist es noch recht. Einfach. Nein, du bist so. Umzingelt ihn! Ich
Doof, was ist denn hier mit dem? Gib mir Informationen. Ich glaube, die Information ist gestorben. Scheiße. Aufträge. Es gibt neue Aufträge. Schatten der Vergangenheit. Ja gut, da sind wir ja dabei, man. Ist ja gut. Kein Stress. Ich kann dir zeigen, wie du Mordor eroberst. Solange Gondor dadurch sicher bleibt. Warum ist denn das jetzt noch aktiv? Das ist doch doof. Das ist tot. Kriegen wir nicht mehr. Ja, immer ruhig, Brauner. Immer ruhig, Brauner. Wir können dich noch nicht einnehmen. Sorry. Kommt noch. So, wir wollen da hin. 130 Meter. Ich kenne diesen Ort. Ich kämpfte hier vor langer Zeit. Mhm. Er scheint nun ruhiger. Okay. Schauen wir mal. Schatten der Vergangenheit. Finde das alte Lager aus und erkunde die Erinnerungen seiner vergangenen Kämpfe gegen Sauron. Elbenwutfähigkeit. Starten. Finde die uralten Hügelgräber. Die hat man doch eigentlich schon gefunden. Da. Wenn in Mordor irgendein Ort vor Sauron sicher ist, sind es diese Hügelgräber. Zeichen dessen, dass selbst die Macht des dunklen Herrschers ihre Grenzen hat. Okay. V. Oh. Muss ich so bleiben? Vor langer Zeit marschierte meine Armee gen Mordor. Wir begruben unsere Gefallenen in Hügelgräbern wie diesen. Unsere stärksten Krieger ruhen in diesen Hallen, geschützt durch mächtige Magie. Und wir nutzten all unsere Künste, um die Kräfte der Elben in der Schlacht einsetzen zu können. Und du hattest den einen Ring. Ja. Und mit ihm schuf ich eine Armee. Ich führte den Sturm gegen Sauron an. Oh, das dürfen wir jetzt machen. Ah, das ist das mit dem. Okay, das ist doch wirklich eine Storyfähigkeit. Baue Zorn auf, indem du Feinde tötest. Elbenwut. Och, ich dachte, wir sind schon wütend. Drücke 5, um Elbenwut zu entfesseln. Ah, der hat dafür die Tasten. Ist natürlich blöd, dass ich jetzt... Jetzt weiß ich auch, wofür ich damals meine Nagamaus benutzt habe. Die ganzen Tasten an der Seite. 5 ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Wie macht man das denn bei einem Controller? Da hat man ja nicht 1, 2, 3, 4, 5. Ey, 5, um das zu entfesseln. Jetzt muss ich mir dann den ganzen Buchstaben nochmal angucken, was was kann. Aber okay. Tippe mehrmals auf die... Ist das jetzt die linke oder rechte Taste? Ich würde sagen die linke. Während du Elmwood nutzt, immer die schwarz ist, ne? Um schnell Ork-Fußsoldaten zu töten. Ziele mit WSDA auf feindlichen Hauptmann und halte die linke Maustaste gedrückt, um ihnen massiven Schaden hinzuzufügen. Während Elmwood nutzt, hast du unbegrenzt Macht. Und die Elbenwut kann man dann wahrscheinlich nochmal upgraden, indem sie länger hält, denke ich mal. Weil was soll man sonst noch damit machen, wenn man schon unbegrenzt Macht hat. Gut. Als Sauron seinen Verrat enthüllte, erhob ich die Waffen. In meinem Zorn war ich entschlossen, ihn für seine Täuschung zu bestrafen. Wow.
ist ja wie die Geisterarmee, die hier durchmarschiert. Zack, zack, zack. Der neue Ring, unser Ring, trägt kein Zeichen seines Schattens. Er ist perfekt. Ja, das Problem ist aber, den werden wir nicht mehr wiedersehen. Also zwei Szenarien. Ich habe zu viel Among Us gespielt. Ich spiele schon mal Detektiv. Zwei Szenarien, ja. Entweder er korrumpiert trotzdem uns, wie die Spinnefrau da das erwähnt hatte, dass das der Grund ist, warum sie uns getrennt hat mit dem Ring. Dass es sonst ein schlimmes Ende hat. Und das zweite Szenario wäre ja, die hat ja jetzt schon genug Macht gehabt und jetzt noch mit Ring. Wie willst du den da wieder kriegen? Die hat den von uns ja auch nur erhalten, wenn wir ihn freiwillig gegeben haben. Also, wie gesagt, storymäßig habe ich mich ja null gespoilert, aber... Der Ring bleibt vorerst verloren. Ja. Doch den Palant hier können wir schützen. Dann gehen wir zur großen Halle. Idril ist dort. Vielleicht kann sie uns helfen. Gut. Habe ich ganz vergessen. Wenn wir den Palant hier vielleicht besitzen und dann ein Gegenstück haben als zur Macht, könnte es natürlich sein. Für eine deiner Fähigkeiten sind Verbesserungen verfügbar. Kann es natürlich sein, dass, ja. Hier. Verbesserung. Grimmige Entschlossenheit. Zum Kauf verfügbar, erhalte jedes Mal Macht, wenn du im Kampf Schaden erleidest. Ja, das ist wahrscheinlich sehr positiv, wenn wir sowas haben. Okay. Gold ist also durch Story geschlossen, Rot ist geschlossen, wenn wir vom Level her noch nicht so weit sind oder irgendwas noch. Erhöhe dein Level, genau. Okay, gecheckt. Wird durch Story-Aufträge freischalten, na, sag ich doch, okay. Also wir haben wirklich nur ein einziges frei, was wir nutzen können und das ist das. Solange wir eh nichts weit mehr machen können, dann können wir es auch so nutzen. Was ist mit dem eigentlich? Wir können die auch einsetzen dann irgendwann, ne? B, öffne Inventar. Ganz vergessen. Halte Space gedrückt zum Freischalten. In jeder Ausrüstung aus kannst du Juwelen hinzufügen. Kann ein Juwel hinzugefügt werden. Halte Space gedrückt, um den Schwertjuwel freizuschalten. Hey, das ist kostenlos, was soll's? Um den Juwel einzusetzen. Wo ist denn mein Juwel? Ah ja. Ah, das sind die Dinger, die man auch wieder verbessern kann. Mensch, das geht ja Richtung... was für ein Spiel war denn das? Ich will jetzt nicht Naruto Online sagen, aber da gab es auch so eine Sache. Okay, wir können jetzt verschiedene Bonis einsetzen. Ne? Und wir haben nur einen. Also wir haben echt noch nicht so die Auswahl. Gut. Wir kriegen jetzt 7,5% erhöhte Chance. Gold zu kriegen. Geld oder ich weiß nicht, wie die Währung heißt. Money. Wir sagen Money. Und mehr EP. Können wir hier, nee, das kriegen wir nicht. Wir kriegen das. Die komische Money-Währung. Shift links können wir sogar Skin wechseln. Wir können Skin wechseln. Ist das geil oder was? Das Problem ist halt... Ist das die Spinnenfrau? Die hat den Ring? Hat aber rote Augen. Ah, die wird doch nicht noch korrumpiert. Werde ich jetzt gespoilert? Nee, wir bleiben bei uns in Standard. Wir spielen die Story erstmal mit Standard durch. Juwel können wir wieder entfernen. Das wird bestimmt was kosten. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Oha, wir können echt viel machen. Ich sehe schon. Plus 500. Sehr schön. Was ist das hier für ein Leuchten? Gut, starten. Ach, das ist das, was wir gerade gemacht haben. Zurück. Ah, und seine Ruinen bekommen wir Fähigkeiten.
Das ist eine krasse Fähigkeit, nur ich muss sagen, wenn ich so in einem fetten Kampf bin, dann noch rüber zu jappen zu 5. Muss ich mal reinkommen. Und wir haben jetzt noch eine Tür. Die ist wahrscheinlich eher interessant. Ich will immer rennen und drücke Shift. Ey, dabei duckt er sich. Das ist schon behindert. Also jedes Mal, wenn ich mich ducke, Leute, unabsichtlich. Wo wir eigentlich irgendwo hinwollen. Wisst ihr Bescheid, ne? Ich will eigentlich rennen. Ein Rätsel. Und das ist es. Genau, das ist, was wir finden müssen. Wir müssen die Illidien Gegenstände finden, wo wahrscheinlich ein Wort reingeritzt ist. Und das muss man dann hier einfügen. Und wenn wir das dann richtig haben, können wir ja, das Tor öffnen und was bekommen. Finde ich cool. So hat es wenigstens Sinn, auch das Zeug zu sammeln, was es hier in der Welt gibt. Ne? Nicht wie, na, das hat man vorhin schon. Muss man jetzt nicht mal ausführlich verhetzen. Diese sinnlose Sammelsucht immer. Ich meine, es hat angefangen damals mit Assassin's Creed. Das war cool, man hat ein bisschen was zu tun gehabt, nebenbei noch. Endstory. Könnte was sammeln. Aber dass dann alle drauf gesprungen sind und das dann so gemacht haben, naja. Und Assassin's Creed hat es dann natürlich ein bisschen übertrieben jetzt. Ich weiß gar nicht, ich habe Origin nicht gespielt. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich die Hälfte des Spiels ist man nur am Sammeln. Wenn man alles sammeln würde wollen. Okay, wir gehen mal gucken, was haben wir für Aufträge haben. Wir haben nämlich gerade keinen ausgewählt, kann das sein? Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen! Wir haben da noch was gefunden. Der stehende Stein. Aber ich habe da auch noch was gefunden auf der Karte, kann das sein? Dass das jetzt nicht gezeigt wird? Hier haben wir. Wo sind wir denn eigentlich? Position 1. Da unten. Das Tor. Da waren wir anscheinend gerade drin. Wird uns nur angezeigt. Ah, wir können da direkt schnell hinreisen. Hügelgräber. Das ist natürlich auch cool. Dass du jetzt nicht durch die ganze Welt rennen musst und dann. Es macht's einfacher. Und wir können auch zu dem Turm, den wir haben, schon wieder hinreisen. Das ist auch cool. Und ich denke mal, das ist einer der 6 Türzeichen, die wir brauchen. Gut, wir haben die Gruft gefunden. Das Türding, das werden wir gleich noch holen. Da waren wir vorhin, ne? Wegpunkt ist geschlossen anscheinend. Und da war da noch was, was wir entdeckt haben. Das hier. Da wollen wir auch noch hin. Das ist irgendwas für die. Sieht aus wegen der Spinne, oder? Jetzt gehen wir zuerst mal da hin. Wegpunkt. Nee. Dahin. Dass wir es endlich mal abschließen können. Das ist kein Hauptziel, ich weiß, aber naja. Ich will das hier auch noch machen. Die 3 Sachen, die wir jetzt gefunden haben, die will ich wenigstens einmal finden. Das ist geil. Das ist geil. Warum sollte man sich auch das jetzt eine halbe Minute angucken, wie wir eine Wand hochklettern? Das finde ich geil. Das ist gut gemacht. Dieser Hieb auf meinem Kopf hat eine richtige Delle hinterlassen. Warte. Hat er jetzt schon Alarm geschlagen oder ging das noch durch als. Du musst den Auftrag Schattenangriff freischalten. Alles klar. Ich dachte, der macht das immer mit dem. Bitte die Geisterwelt. Ogbur. Ogbur. Wir haben keine. Oh, sein Kopf sieht ziemlich weich aus. Nicht geschützt aus. Wir müssten entzündet durch Flüch. Treibt sich ein Mörder herum.